Suicide Squad ist ein Film, über den in der letzten Zeit wirklich verdammt viel diskutiert wurde. Und nach dem Kinofilm ist jetzt auch wieder mal ein animierter Film erschienen. Suicide Squad Hell to Pay ist in England aber neben der Standard-Edition im Keepcase auch noch als limitiertes Blu-ray Steelbook erschienen und deswegen dann logischerweise auch in meiner Sammlung gelandet. Wie gewohnt hat Warner bei diesem Steelbook alle technischen Details und sonstigen Informationen nicht direkt auf das Steelbook gedruckt, sondern verwendet wieder einen Backcover-Flyer, wo wir die Inhaltsangabe, technischen Details und so weiter lesen können und beispielsweise auch den für einige sicher interessanten Hinweis, dass auch der deutsche Ton hier mit dabei ist. Und ich glaube, diese Steelbooks gibt es in Frankreich auch, aber bei uns halt aus welchem Grund auch immer nicht. Aber macht ja nichts, sobald, solange deutscher Ton dabei ist, dürfte der Import zum Glück für niemanden ein wirklich großes Problem darstellen. Jetzt einmal zum Frontcover-Artwork, das mir persönlich wirklich extrem gut gefällt, was Nick Princip hier davon macht, wundert mich nur. Auch mit sehr cool eingesetzten Metallic-Look, vor allem nämlich bei den metallischen Teilen der jeweiligen Suicide Squad-Mitglieder, eben hier und auch bei den Waffen. Das sieht cool aus, wobei, was mich ehrlich gesagt bei diesen DC Universe Animated Movies so wundert, ist die Frage, warum sind einige Steelbooks matt, warum sind einige Steelbooks full gloss und es passt irgendwie nicht immer zum Design. Also mir persönlich hätte dieses Design auf einem matten Steelbook auch besser gefallen. Auf dem Backcover wartet dann allerdings wieder hier ein sehr cooles Bild auf uns. Interessanterweise dieselben Elemente, die auch hier beim Backcover drauf sind, wobei eben das Gesicht hier im Hintergrund auf dem Backcover anders platziert ist. Auch da kommen wieder die Metallic Looks sehr cool zum Einsatz. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, wenn es draußen, während ich filme, hell ist, ist, dass man leider genau das nicht sieht, wenn die Sonne irgendwie so arg reinfährt. Aber ich glaube, man kann es erkennen, dass sich da um ein wirklich schickes, wirklich cooles Steelbook-Artwork handelt. Das Einzige, was es meiner Meinung nach nur noch cooler gemacht hätte, wäre, wenn es ein durchgehendes Artwork gewesen wäre. By the way, if you live within the UK or Ireland, I think, feel free to use this code, because, well, I can't. Drinnen dann hat der Grafiker offensichtlich mal wieder vergessen drauf, dass man eine Disc auch designen kann, beziehungsweise in dem Fall, glaube ich, liegt es nicht an mangelnder Grafikermotivation, sondern eher an mangelnder Monetenmotivation, weil natürlich wahrscheinlich die mehrfarbig bedruckte Disc in der Produktion mehr kostet. Wir bekommen hier in dem Steelbook eine Get Out of Hell Free Card, was ich allerdings gemein finde, dass die da ins Design eingebaut wurde und nicht beiliegt, weil so hätte man sie vielleicht wirklich einmal einsetzen können. Cool ist, was wir bei den Credits hier unten lesen, dass Christian Slater einer der Voice Actors in dieser Verfilmung ist, was allerdings hier auch gereicht hätte. Wie immer brauche ich das hier nicht. Vom Innenartwork her muss ich aber ehrlich gesagt zugeben, ist das eines der schwächsten von den neuen DC Animated Steelbooks. Wirklich gefallen tut's mir nicht. Auch wenn wir hier drinnen ganz netten Metallic-Effekt haben bei den Flammen rechts beim Hintergrund beziehungsweise links dann bei der Schrift. Aber jetzt so wirklich bemerkenswert, wunderschön ist das Ganze ehrlich gesagt nicht. Trotzdem eine nette Sache, die auf jeden Fall mehr hergibt optisch als nur eine einfache Amaray.